Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Promi-Geflüster. Und ich habe heute ein Duo neben mir. Das ist ein bisschen sehr, sage ich mal, unterschiedlich. Da werden wir gleich ein bisschen was erfahren, wie es überhaupt zustande kam. Und der Titel, der läuft ja gerade in allen Rundfunkstationen rauf und runter, Weekend. Und dazu begrüße ich zum einen die Sarah Lombardi und natürlich den DJ Herzbeat. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Hallöchen. Hallöchen, genau. Einmal der DJ Herzbeat, hat er einen richtigen Namen? Der hat auch einen richtigen Namen, Christoph. Christoph, genau. So unterhalten wir uns doch viel gerne. Der Titel kam von dir, Weekend, oder? Wie kam es zustande? Fragen wir dich mal ganz kurz. Genau, wir haben den Titel produziert. Das mache ich ja mit dem Produzententeam von den Medicine-Jungs zusammen. Und natürlich brauchten wir dazu auch eine Stimme, die singt. Und dann habe ich die Sarah angefragt und zum Glück hat sie ja gesagt, weil sie ist einfach eine Megakünstlerin und ich stehe auf ihre Stimme und das passt einfach perfekt. Sehr gut. Und wie hast du davon reagiert und als du gefragt wurdest? Also ich habe das Lied zum ersten Mal gehört, das gab es ja schon mal. Ich fand den Beat einfach cool. Ich fand, das hat gepasst und hat Spaß gemacht, auch im Studio. Deswegen bin ich froh, dass ich ja gesagt habe. Sehr schön. Und ich glaube, der Erfolg spricht für sich. Sonst so seid ihr schon mal bei Immer wieder Sonntags. Das ist ja eigentlich auch Premiere für dich, oder? Auf jeden Fall. Ich bin zum ersten Mal hier, du auch. Aber wir fühlen uns wohl. Sehr gut. Achterbahn schon ein bisschen gefahren? Natürlich. Ja. Ohne Ende. Ohne Ende. Welches ist die Lieblingsachterbahn? Also die Silverstar, die fand ich schon ganz cool. Ich bin auch so ein kleiner Adrenalin-Junkie. Ja. Du auch? Nein, der Silverstar musste ich meiden, aber die Holzachterbahn dafür war cool. Okay. Das war okay. Mein Favorit. Ja, jetzt fragt sich natürlich die Fangemeinde draußen, gibt es eine Fortsetzung von euch irgendwie irgendwann? Wenn man jetzt mal einen Titel im Petto hat, dann muss es ja weitergehen. Also ich würde es auf jeden Fall nicht abstreiten. Wir werden auf jeden Fall, denke ich mal, schauen. Und ich wäre auf jeden Fall nicht abgeneigt. Mhm. Und du? Auf gar keinen Fall. Ich freue mich immer. Ja, du hast mir jetzt vorhin schon verraten, es gibt auch ein Album, was jetzt auf Ende des Jahres geplant ist. Da wird es ja bestimmt nochmal einen Titel zusammen geben, oder? Genau, das Album ist für November geplant. Das wird Dancefieber heißen. Da werden 16 Tracks drauf sein. Darf ich noch nicht so viel verraten, aber ihr könnt euch auf jeden Fall überraschen lassen. Ja. Und für dich war es jetzt aber ein bisschen in die Schlagerwelt auch ein bisschen ein Neuland. Genau, das war jetzt quasi mal so ein Ausflug und ich finde es aber gar nicht so schlecht. Also ich muss mal schauen. Ich denke mal, dass ich mich, was das angeht, noch nicht ganz so gefunden habe und mich noch so ein bisschen ausprobiere. Okay, aber klingt ganz gut und ich denke mal, da bist du schon ganz gut dabei. Auf alle Fälle. Man versteht es zumindest textlich. Ne? Ja, das stimmt. So die große, breite Masse. Ja, das stimmt. Wenn wir es noch kurz ansprechen dürfen, du bist ja auch jetzt noch schauspielerisch unterwegs, zumindest mal das Traumschiff. Genau, auch das war quasi so der allererste Ausflug in die Schauspielerei, womit ich ja auch vorher noch nie Erfahrung hatte, aber es hat echt Spaß gemacht. Also es war schon cool, darf man sich auf jeden Fall freuen. An der Seite von Florian Silbereisen. Genau. Also das heißt, dann wird es auch nicht nur eine einmalige Sache sein, können durchaus noch ein paar weitere Folgen kommen, wo man dich sieht. Das war jetzt erstmal eine einmalige Sache, aber auch das hat mir echt viel Spaß gemacht. Deswegen mal sehen, wo die Reise hinfährt. Sehr gut. Jetzt ganz kurz noch Sommer. Wie sieht's aus? Sommermensch beide oder? Total. Ja. Ja. Ja, Sommer, Sonne, Sonnenschein, genau meins. Okay, jetzt wird es natürlich die nächsten Tage, soll es richtig heiß werden. Wie geht ihr mit der Hitze um? Ich mag das eigentlich, wenn es warm ist. Also klar, wenn man arbeiten muss, dann ist es natürlich ätzend, auch wenn man dann keine Klimaanlage in manchen Räumen hat. Aber an sich, wenn man Freizeit hat und man sich an den See legen kann, dann ist es schon schön. Sarah hat übrigens schon gut vorgelegt mit ihrer Bräune. Ich hänge da noch ein bisschen nach. Bei dir wird es ja abgedeckt, das Tattoo. Ja, bestimmt, bei mir ist es ein bisschen bunter, aber ne, die freien Stellen, ich arbeite auf jeden Fall auch dran, mich ordentlich in die Sonne zu knallen. Okay, bei dir, was haben die Tattoos für eine Bedeutung? Dadurch, dass ich in der Stadt lebe, bin ich relativ naturverbunden als Ausgleich und deswegen habe ich hier meinen Fuchs drauf und mein Wasser und so, ein paar Elemente und ja, mag ich ganz gerne. Tattoo hast du keins? Doch, ich habe auch ein paar Tattoos. Ich weiß gar nicht, hier zum Beispiel so ein Unendlichkeitszeichen. Mhm. Dann habe ich einen Notenschlüssel am Fuß. Ja. Klein versteckt. Nein. Genau. So was Großes kommt für dich nicht in Frage. Nee, ich glaube, für mich als Frau, dann sind dann eher so kleine, dezente Sachen schöner. So soll es sein und dann wünsche ich euch einen schönen Sommer und also vielleicht haben wir noch ein klein bisschen bei einem Partnerkanal, da wird gerne noch gespielt, eine Runde 4 gewinnt, Lust drauf? 4 gewinnt?
Ich bin ganz schlecht im Spielen. Oh. Okay, lasst mal stehen. Okay, euch alles Gute, einen schönen Sommer und bis irgendwann mal wieder. Alles klar, danke. Ciao.